Ja, hallo zusammen. Wir haben ok fast Oktober 2019 und da dachte ich mir, mache ich mal ein Herbstmotiv. Und das ist jetzt ein komplettes Experiment. Es kann sein, dass das komplett in die Hose ist. Dann seht das nicht. Dann macht der Kommentar auch keinen Sinn. Lassen wir uns einfach überraschen. Und zwar ist meine Idee, dass ich so ein bisschen Mixed Media mache. Also entweder ich mache alles nur mit Aquarell, deswegen eben auch der Titel. Dann ist es natürlich ein Anfängerbild, weil ich ja selber jetzt nicht gerade der Profi bin, was Aquarell angeht. In jedem Fall wollte ich noch so einen Fineliner verwenden, einen ganz fein. Ich habe jetzt meine Artist Pens gerade nicht hier, deswegen nehme ich den hier. Der ist aber auch mit lichtechter Tinte. Und wenn das nicht zu so schön werden sollte, so wie ich mir das denke, dann werde ich mit Acryl nochmal drüber malen. Das heißt ein bisschen Mixed Media. So, fangen wir einfach mal an. Okay, der erste Schritt ist, das Papier zu wässern. Ihr habt es sicherlich schon bei anderen Aquarellmalern gesehen, dass die dann das Aquarellpapier festkleben. Das ist mir jetzt zu mühsam, dann wälze ich es halt. Kriegt man wieder glatt, wenn man es halt längere Zeit unter einer Glasplatte dann beschwert. So. Soll richtig schön feucht sein. Und ja, die Farben hier ist ein bisschen für euch vielleicht ein bisschen frustrierend, weil ich euch das nicht genau sagen kann. Ich habe die Farbskala verloren. Das ist ein Kasten von Derwent. Das ist ein ganz guter Anfängerkasten, wie ich finde. Wobei, was ich störend finde, ist, dass es kein vernünftiges Rot da gibt. Also die zwei Rottöne, die gefallen mir nicht. Die passen einfach nicht so. Sind nicht so, wie ich es möchte. So, ich mache es hier oben mal sehr dunkel. So, jetzt wisst ihr auch, wieso andere das Papier festkleben. Ihr seht, wie das sich extrem wälzt. Das ist halt ein billig Aquarellpapier aus dem Discounter. Das nehme ich halt zum Üben her. So, hier ist ein Blatt hin, deswegen lasse ich hier Platz. Hier soll auch ein Blatt hin. Also ich hoffe halt, dass die Farbe jetzt nicht zu sehr verläuft, dass ich dann halt mit den Herbstfarben drüber gehen kann. Was natürlich jetzt vom Ablauf her, jeder Aquarellist wird sich jetzt die Augen zuhalten, weil normal fängt man halt mit einer hellen Farbe an und geht dann zur dunklen über. Ich fange jetzt als Acrylmaler halt mit der dunklen Farbe an. Ja, vielleicht habt ihr es ja auf meinem auf den letzten Ankündigungen von meinem Malkurs mal gesehen, dass ich ja Besuch hatte in meiner Malschule. Die Gerda Lipske war da und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mich jetzt einfach nochmal animiert, ein bisschen mehr rumzuexperimentieren, nicht immer in den gleichen ausgetretenen Bahnen mich zu bewegen. Mal gucken, was daraus wird. Und dann lasse ich das alles jetzt trocknen und dann schauen wir weiter, ob das funktioniert mit meinem Plan. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also der Plan ist jetzt mit extrem hellen Farben, mit extrem leuchtenden Farben, diese Blätter, diese Herbstblätter zu malen. Da nehme ich halt dieses Orange und da fehlt mir, das ist so ein Goldorange. Das finde ich in jede Aquarellpalette eigentlich reingehört und das fehlt mir hier einfach. Mir gefällt die Farbe hier nicht. Ja, und dann, das Blöde ist, dass dieses Rot hier leicht pink ist und nicht so ein Orangerot ist. Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Ja, das ist mir jetzt wieder ein bisschen zu rot. So, ich werde hier jetzt das nicht so nass machen. Ja, da ist mir schon mein Blatt hier entfleucht. Ich möchte auch ganz bewusst hier klare Kanten haben. Ich glaube, ich mache das mit Acryl. Ich probiere es jetzt einfach, aber ich denke, ich werde es eher mit Acryl machen. Das ist bei weitem nicht so leuchtend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Problem ist, dass ich jetzt im Hintergrund grün habe. Quatsch, blau, ein bisschen blau und grün, da gibt es natürlich jetzt hier an weitere Grüntöne.
möchte ich den Hintergrund noch ein bisschen dunkler haben. Damit die Blätter noch mehr rauskommen. Das ist ja eigentlich jetzt klassische Aquarellmalerei, halt die dunkelste Farbe am Schluss. Und da, also der Hintergrund ist jetzt nur leicht feucht. Das heißt, das geht jetzt relativ gut hier, was ich hier geplant habe. Also hier zum Beispiel, das Blatt hat jetzt relativ wenig Kontrast zum Hintergrund. Wenn ich jetzt hier mit Schwarz vorbeigehe, dann wird der Kontrast halt deutlich stärker, ne? Und dann kommt das Blatt insgesamt ein bisschen besser raus. Das ist im Prinzip das gleiche wie in der Aquarellmalerei, nur man malt sozusagen andersrum. Ne? Fängt halt nicht mit dunkel an, sondern mit hell. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Aquarellist. Ich bin ja nur im Lernmodus. So. Ich möchte jetzt nicht zu viel von der Fläche bedecken, weil ich da noch gleich dunkle Striche einfügen werde. Und jetzt mache ich jetzt so einen Trick, dass ich halt die unteren Ränder mit Wasser anlöse und nach unten wegziehe, sodass ich halt nicht so harte Kanten kriege. So, hier unten ist mit dem Weiß, das gefällt mir, das lasse ich. Das ist irgendwie so Sonne, die da durchscheint. Ja. Gut, also was man jetzt sicherlich auch noch machen könnte, wäre mit Gold arbeiten, dass man hier einzelne Teile hier mit Goldfolie abklebt, aber ja, die habe ich mal wieder nicht hier. Gut, dann wird diese Station jetzt auch getrocknet. So, dritter Schritt. Jetzt gehe ich mit diesem dunklen Rot, das mische ich hier rein, mit dem dunklen Rot und vielleicht ein ganz wenig von diesem Braunton, das ist wahrscheinlich Sienna. Damit mache ich jetzt so Schatten. Zum Beispiel hier, dieses Blatt, das ist wahrscheinlich etwas zu krass, ein bisschen mehr Wasser nehmen. Dieses Blatt liegt da hinter dem anderen, so, und das deute ich jetzt einfach damit an. So, das lassen wir auch wieder trocknen. Vierter Schritt. Hintergrund ist mir immer noch zu hell, werde ich gleich nochmal dunkler machen. Jetzt gehe ich einmal hin und werde die Zweige einzeichnen, und zwar eben nicht mit dem Aquarell, sondern weil ich richtig hart haben möchte, hier mit so einem Stift. So, und da gehe ich halt hin und mache das so, dass ich die Striche drüber laufen lasse, zum Teil drunter laufen, unter dem Blatt drunter, dass ich halt mehr Tiefe reinkriege. Ne? Und die Blattadern, die deute ich halt auch damit an. Dann mache ich erstmal nur die Mittelader, weil ich gleich mit dem feinen Stift hier dann die ganzen feinen Adern mache. Mal gucken. Dass das wirklich einen ganz netten Effekt gibt. Ne? Wäre schön, wenn ich einen etwas dickeren Stift noch hätte, weil dann könnte ich noch mit der Breite von dem Stift arbeiten, noch ein bisschen rumspielen. So mache ich das jetzt einfach, indem ich nochmal drüber gehe und wirklich so krackel mache. Das ist egal, es gibt im Bild wirklich was, finde ich. Also es muss ja nicht perfekt sein. Eine Herbstimpression und kein Herbstmeisterwerk. Kommt jetzt dieser Feine hier zum Einsatz, und damit mache ich jetzt hier ganz fein diese Linien hier.
Das sieht doch schon sehr nett aus, finde ich. Gut, und jetzt möchte ich eben oben nochmal die Kontraste noch mehr verstärken und ich werde gleich noch probieren, mit hier vielleicht noch teilweise mit Acryl mal drüber zu gehen, einfach mal zu schauen, was es mit den Farben macht. Vielleicht ist das sogar noch die bessere Idee. So. Ah. Ihr seht auch, ne, also vorher, als ich vorher mit Schwarz hier drüber gegangen bin, wie jetzt zum Beispiel, da hat es unfassbar dunkel ausgesehen, aber das ist genau andersrum wie bei Acryl. Bei Aquarell werden die Farben beim Trocknen heller und nicht dunkler. Und deswegen kann ich zum Beispiel hier über den schwarzen Strich jetzt hier drüber gehen, der wird danach mit Sicherheit hier den Zweig, der wird nachher mit Sicherheit noch sichtbar sein. Das ist kein Problem. Und vom Farbschema her ist es jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ups, dass ich halt oben im Bild es dunkler mache. Normal macht man es ja unten dunkler. Aber ich finde, mir gefällt das und das passt einfach zu dem Bild total gut. Wichtig ist, dass ich hier diese harten Kanten bekomme an den Blättern, an den Blatträndern, dass es nicht verläuft. Wie hier. Herr Janan, ne? So. Und jetzt mache ich den Pinsel einmal nur nass und ziehe die Farbe nach unten raus und nehme ein bisschen von dem hellen Grün noch, damit ich einen kleinen Übergang hier kriege. Wenn es mir zu dunkel ist, nehme ich einfach mit dem Wasser die Farbe wieder an. So, und jetzt gehe ich noch hin. Haha, die Idee kam hier gerade. Mische ich mir noch ein... Genau, das ist ein schönes Violett hier, das kann man auch noch mit reinnehmen vielleicht. Also seht, dass man da halt schrittweise immer dunkler werden kann. Ja. Sich an die Farben regelrecht herantastet. Und was ich jetzt noch machen werde, ist ein paar Farbspritzer. Ich mische jetzt dieses Violett mit dem Rot. Also das ist blöde, dazwischen ist halt nichts. Ne? Ich mache das jetzt sehr dünn und werde jetzt hier so ein bisschen ganz mutig hier mal hin. Schön. Also jetzt lassen wir das trocknen und dann werde ich nochmal ein bisschen mit Acryl drüber gehen. Ja gut, so, ist einigermaßen trocken und das ist ja ein Motiv, mit dem ihr spielen könnt. Ne? Also es gibt auch jetzt keine Vorlage dazu, wie ihr die Blätter anordnet, ist egal, wie ihr die Farben der Blätter auswählt, ist egal. Und ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt weiterzuarbeiten. Eben zum Beispiel mit Metallfolie, mit Goldfolie weiterzuarbeiten. Hier nur ein paar, hier und da noch ein paar Effekte drauf zu machen. Ihr könnt es mit Glitzer arbeiten. Und was ich jetzt einmal mache, ist halt mit Acryl zu arbeiten. Ich habe hier so einen kleinen Klecks von Indisch Gelb ist das. Aber ich glaube, Neapel Gelb ist auch nicht schlecht. Und ich setze jetzt einfach nur ein paar Farbkleckse hier rein. Und da kann ich halt später auch noch mit diesem schwarzen Stift nochmal drüber arbeiten. Geht aber auch genauso gut mit einer schwarzen Kreide oder mit einem Kohlestift. So. Okay. So, eine weitere Möglichkeit, also ihr könnt das ganze Ding natürlich logischerweise sowieso in Acryl machen. Und eine andere Möglichkeit ist halt wirklich mit Pastellen oder mit einer Wachskreide zu arbeiten. Wachskreide hat halt den Vorteil, dass sie nicht so abbröselt. Man fixieren müsste das Bild danach sowieso. Da es Aquarell ist, wäre auch fixieren günstig oder ihr bewahrt es dann halt unter Glas auf. Und jetzt muss ich mal gucken, wo es nicht feucht ist, weil natürlich das Fett von der Wachskreide, wo es feucht ist, nicht hält. Da kann ich dann hingehen und kann hier nochmal richtig schön auch Farbe reinbringen. Da ist natürlich jetzt schwierig, da müsst ihr dann wirklich einen Kohlestift nehmen, um drüber zu malen, weil diese Tusche natürlich auf dem Öl hier von der Wachskreide nicht halten. Ja, dann habe ich hier nur mein Blau. Ich habe ja immer nur meine zwei gleichen Kreiden hier. Sollten wir vielleicht neu kaufen, das weiß ich jetzt nicht, ob das passt. Könnte auch noch passen, hier und da. Ja.
auch ganz nett aus. Und dann würde ich sagen, lasse ich das Ding jetzt einfach so, lasse es trocknen. Und ja, vielleicht nochmal ein Hinweis zum Thema Rahmung. In meinem letzten Kurs war das wirklich das Highlight überhaupt. Die Leute haben mit der Gerda Lipske zusammen gemalt und haben dann ihre Bilder zum Teil echt ein bisschen verzweifelt angeschaut. Und das hängt einfach daran. Schaut euch mal dieses Bild an mit diesem Chaos, diesem Durcheinander drumherum. Und schaut euch das ganze Bild mal an, wenn es gerahmt ist. Ich werde gleich mit einem Fotoprogramm das mal rahmen. Ja, und ganz am Anfang habt ihr es ja schon gesehen, wie es aussieht. Jetzt zum Schluss nochmal einfügen. Ihr seht, was das für einen wahnsinnigen Unterschied macht. Stellt euch das Bild mal doppelt so groß vor. Wunderschön mit einem breiten Passepartout. Mit einem schönen, mit einem Goldrahmen an der Wand. Das ist wirklich ein ganz herrliches Herbstmotiv, das man sich zum Beispiel wunderschön ins Wohnzimmer oder in die Küche hängen kann. Also ich hoffe, dass euch das eine kleine Anregung gegeben hat und dass ihr Spaß habt beim Nachmalen. Den wünsche ich euch in jedem Fall und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!